Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Für die letzte Folge haben wir noch so ein paar kleine Sachen hier erledigt in der Cosmo-Region. Und jetzt sind wir hier bei der Proto-Substanz Quest. Photosynthese, da komm. Ich denke mir schon, ich sage das immer in diesem Ton so: Proto-Substanz, Proto-Substanz. Jetzt ist mir eigentlich mal eingefallen, warum ich das in diesem Ton sage. Das ist von SpongeBob hier: Photosynthese, Photosynthese. Die Zukunft. Ja, war eine andere Folge, ne? Und ja, wir sind hier in der Proto-Substanz-Quest, ne? Das ist das einzige, was uns hier noch fehlt in der Kosmoregion, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yep. Und ja, cool. Dann und noch ein paar Kämpfe, ne? Aber die können wir ja noch dann am Ende reinpacken, ne? Wir haben ja auch noch genug Zeit für haben, ne? Und dann können wir schon wieder weitermachen in der Story, ne? Oder ich will erst mal gucken, ob wir auch in die Gold-Zone oder so können, ne? Weil wir müssen ja noch hier Karten spielen mit den einen Typen und wir müssen noch ein paar Kämpfe da machen, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Da können wir ja auch mal versuchen, ne? Also ja, gut. Aber erstmal gucken wir mal, was hier so los ist. Ne, hier haben wir wieder eine Quest und sehen hier. Juffe. Genau deswegen habe ich sie im Team. Wo sie letztens sich schon so gefreut hat. Sind das nicht die drei von Yuffies DLC? Das sind doch die vom Yuffie DLC, oder? Es tut so gut, euch leben zu sehen. Das kann ich nur zurückgeben. Final Fantasy 7 stirbt niemand. Mich kriegt nicht so schnell klein. Das glaube ich gern. Und wo ist Zonon? Hey, ihr da! Die Splittergruppe? Oh, richtig. Darf ich vorstellen? Die Mitglieder der Hauptgruppe von Avalanche, die mir in Midgar sehr geholfen haben. Und die Splittergruppe, die dürftet ihr erkennen. Ihr wart doch auch im Shinra-Gebäude, oder? Habt ihr da vielleicht auch Wedge gesehen? Jeder noch so kleine Hinweis würde schon helfen. Bitte. Es tut mir leid. Wedge ist... Verstehe. Ich will es trotzdem hören. Wir haben den Plattenabsturz zwar überlebt. Weil man hat doch überlebt, oder? Haben, wird uns wohl nie wieder loslassen. Haben wir ihn schon gesehen? So viel Zerstörung. Der Schock sitzt immer noch tief. All das Leid und die Trauer der Menschen sind kaum in Worte zu fassen. Wir waren wie gelähmt. Doch dann startete die Hauptgruppe einen Aufruf. So erfuhren wir, dass Shinra selbst hinter all dem steckte. Es hieß, dass wir jetzt ihre Zentrale besetzen müssten, damit so etwas nie wieder geschehen würde. Wir sollten zu den Waffen greifen. Gemeinsam könnten wir es schaffen, haben sie gesagt. Wir hatten das Gefühl, dass es keinen anderen Weg gab. Wir mussten es tun. Wedge und ich saßen im gleichen Fahrzeug. Wir dringen What? Über die Tiefgarage in das Gebäude ein. Wir besetzen jede Etage und schließen dann zu den anderen auf. Warte mal, wann hat das hier stattgefunden? Die Lucia-Einheit antwortet nicht mehr. Sie haben es bestimmt nicht geschafft. Keine Mutmaßungen. Kontaktiere sofort Kommandant Matt. Jawohl. Und ich bin frei. Matt von der Splittergruppe. Ah, aus dem siebten Himmel. Hier, beiß kräftig rein. Das tut echt gut. Danke. Man schon sagen, ja, das ist bevor alles hier ganz begonnen, ne? Ist nichts abgebissen worden. Unser Ziel war es, den Direktor auszuschalten. Sieht der Hauptgruppe von Avalanche gar nicht ähnlich. Oh nein, die Treppe. Aber in diesem Moment waren wir zu allem bereit.
Nicht schlapp machen. Wir müssen weiter. Tut mir echt leid. Aua! Aua! Dort ist das Büro des Direktors. Endlich können wir eine gerechte Weltordnung wiederherstellen. Macht euch bereit. Zeigen wir es Shinra. Wann hat das stattgefunden? Nachdem? Ich muss ganz unbedingt meine Freunde kontaktieren. Na, warte mal, ihn kennen wir auch. Von unserem Plan erfahren, sonst rennen sie ins Verderben. Okay, bis später. Doch viel weiter sind wir nicht gekommen. Ist das, als wir damals in Shinra-Gebäude reingegangen sind? Ich gewusst, dass er nicht so groß ist. Er war es. Ganz sicher. Danke. Scheiße. Man hat die Mäuerin da gesehen, also. Ist schon okay. Ja? Habt ihr diese Stimme auch gerade gehört? Das war doch Wedge. Barrett, die Seelen der Verstorbenen werden eins mit dem Lebensstrom. Sie können nicht mehr sprechen. War das nicht vielleicht nur der Wind? Was? Macht doch gar keinen Sinn. Was weiß ich. Die werden eins mit dem Lebensstrom, also kann man die im Lebensstrom. Für den Lebensstrom errichtet. Da kommen diese Dinger ins Spiel, die wir schon gefunden haben. Vieles wurde zerstört, doch wir sind hier, um bei der Restauration der Ruinen zu helfen. So können wir wenigstens etwas tun für all diejenigen, die zum Planeten zurückgekehrt sind. Das würde ich auch gern. Vielleicht gibt es ja etwas, wobei wir helfen können. Können wir uns irgendwie nützlich machen? Ihr könntet die Quellen des Planeten wieder instand setzen. Aus ihnen sprudelt der Lebensstrom und versorgt die ganze Gegend hier mit Energie. Doch Störungen an den Quellen führen zu einer extrem hohen Makro-Konzentration. Daher können wir die Ruinen nicht betreten. Also wollten wir einen Roboter einsetzen, um ins Innere zu gelangen. Pff, natürlich. Ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein Typ, so hey, ich bin der Roboter. Wir haben wirklich keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Cloud. Vielleicht kann ich euch helfen. Mit Robotern kenne ich mich nämlich zufällig bestens aus. Darf ich vorstellen? Chant Light. Jetzt habe ich sowas wie einen kleinen Bruder. Chant Light hört aufs Wort. Ihr könnt ihm gern Anweisungen geben. Probiert es doch ruhig mal aus. Macht sich ein bisschen selbstständig, Chat. Chatley. So. Gut, aber man hat ja irgendwie die Mäuren gesehen, ne? Tun wir mal Bert dann rein, ne? Ja, man hat ja die Mäuren gerade gesehen, ne? Die um ihn drum waren. Also. Keine Ahnung, das lässt mich irgendwie denken, irgendwie, dass er überlebt hat, weil Wedge ist ja eigentlich gestorben im Original, ne? Und Biggs und Jesse auch, ne? Und dass die Mäuren jetzt, er sollte ja da sterben, ne? Weil da die Mäuren aufgetaucht sind, ne? Hat man ja, haben die sozusagen gesagt, so, oh, du sollst eigentlich sterben, aber jetzt kommen wir und wir ändern das Schicksal, ne? Also, bum bum, du bist immer noch am Leben, ne? Außerdem hat man noch am Ende vom ersten Teil gesehen, dass der am Leben war. Und das war doch nämlich mal danach, ne? Also wissen wir doch, dass er erlebt, ne?
Oder war alles danach? Nee, das muss ja alles davor gewesen sein, ne? Bei der Gambit-Schlacht geht es darum, Roboter zu untersuchen, der Quellen des Planeten zu beobachten. Gambits und Aktion äußert eine Final Fantasy 12 Anlehnung mit den Gambits. Warte mal, ist das? Lang Gambits muss ich direkt an Final Fantasy 12 denken. Da konntest du den Charakter nämlich immer so genau hier. Das ist Final Fantasy 12. Cool. Ja, dann weiß ich, wie hat funktioniert. Ich kann mich nicht bewegen. Kann irgendwie nichts machen. Spreche ich gerade einfach? Nein. Irgendwie kann ich ja nichts machen, außer hier. Aber in Final Fantasy 12 war es sozusagen, man konnte jeden Charakter Befehle geben. Ne? Links hat man ja zum Beispiel, oben links hat man Gegnerschwäche. Ne? Ich habe hier einen Pfeil, warum benutze ich den nicht eigentlich? Boom. Wenn der mal aktiviert wird, danke. Man hat ja zum Beispiel hier Gegnerschwäche, ne? Das ist sozusagen die Voraussetzung, ne? Und ja, keine Ahnung, wenn der Gegner eine Schwäche hat gegen Eis, nehme ich mal an, dann Eisbeschuss wird eingesetzt, ne? Oder ja, Priorität, Gegner mit elementarer Schwäche, Feuerschuss. Also je höher das ist, desto höher ist die Priorität, ne? Und wenn diese Priorität sozusagen, wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, dann geht der runter zu der nächsten Voraussetzung, ne? Also Gegner, also einfach nur jeden Gegner, ne? Also sozusagen, also wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, wird diese Voraussetzung aktiviert, ne? Jeder Gegner wird einfach mit Drehwirbel angegriffen, ne? Und wenn diese Voraussetzung erfüllt wird, dann wird die eingesetzt, wenn es möglich ist. Und genauso ist das im Final Fantasy 12 auch gewesen. Da hattest du 6 Charaktere und die konntest du alles so Gambits geben und so Befehle geben. Da konntest du irgendwie so Sachen geben, so, weiß ich nicht. Wenn Charakter irgendwie unter, weiß ich nicht, 50% HP oder so kommt, dann setzt auf diesen, dann setzt Vita ein, ne? Also Wiederherstellung, ne? Was der Heilzauber ist. Und wenn man den dann ganz nach oben packt, dann ist diese Aktion sozusagen die höchste Priorität, ne? Und da konnte man sich so eine ganze Liste von Befehlen für jeden Charakter einstellen. Was eine super geile Art und Weise ist, irgendwie Charakteren Befehle zu geben. Du kannst dann irgendwie Charaktere für jede Situation irgendwie präparieren, ne? Dragon Age Origins hier, dieses Spiel von BioWare, ne? Also denselben Machern von Mass Effect, Knights of the Old Republic, ne? Dragon Age Origins hatte auch so ein System, das hatte auch so ein Gambit-System, das war richtig cool. Das ist eigentlich, als sollten mehr Rollenspiele haben, das ist richtig gut, da kannst du richtig gut deine Charaktere irgendwie steuern, ohne die zu steuern. Und ja, gut. Ich kann hier irgendwie nichts machen, also ich dachte, ich könnte hier vielleicht die Gambits ändern, aber nö. Ja, Roboter entsenden. Ja. 3 Roboter werden jemals aus einem der 3 Portale auftauchen und sich dann der vorgegebenen Kampf für entsprechend in der Richtung des Antwerps und Waldgegede. Okay. Roboter entsenden. Ja. Achso, ich kann auswählen. Okay. So. Erst gegen Elektro. Schwach anscheinend. Also da. Wenn du einen Roboter entsendet hast, kannst du einige Zeit später in die Schlacht ziehen. Okay. Ich hatte da einen. Hier. Okay, alles klar. Ja, ich lerne das schon. Keine Sorge. So, kann ich dann wechseln? So, jetzt schwach gegen Feuer, ne? Und boom. Da kann ich alle da eigentlich hinsetzen. Das ist eigentlich wie Fort Kondo hier wieder, ne? Ja, warum soll ich. Oder habe ich unendlich viele? Eisschuss, Feuerschuss, Blitzschuss, ne? Kann ich einfach hier hin. Also eigentlich genau Fort Kondo wieder, ne? Ist hier Eis? Oh. Habe ich unendlich viele Leute? Ich weiß nicht. So. Aber jetzt dreht er sich um. Da war irgendwie Portalfähigkeit. Regena, ja. Also einfach nur hier. Ich spam einfach. Ja. Das tue ich einfach berendet. Wenn er mich irgendwie an so ein. Ja, setzt die bestimmten Bedingungen, Fortschritt in Aktion bei, zu erkennen und fahren. Phasenwechsel mit selbst. Roboter, gigantische Klatscher, keine Ahnung.
Und da muss ich beschützen, nehme ich an, ne? Okay, der Roboter kann sich nur noch eine gewisse Zeit lang bewegen. Wenn du es nicht schaffst, in der vorigen Zeit Gegner zu besiegen, hast du verloren. Das ist eigentlich nur wie dieses eine Event von Genshin Impact, wo du einfach hier aus dem Tower Defense hattest, ne? Da ist er auch irgendwie, weil nicht. Wenn einfach die ganze Zeit den Gegner überrennst, ist halt eigentlich kein Problem. Ich habe einfach Meteor auf den geschossen. Ja, okay. Nein, ich habe nicht genug Roboter. Ja, nicht gedacht, dass jetzt hier so was dabei rauskommt bei so einem. Bei so einem Modus hier. Ja, ich nehme neue richtigen Elemente, ne? Ja, ich mache eine Menge Schaden, ne? Ja, ist auch voll dämlich, der macht immer so Massenangriff auf alle. Okay, das ist lustig, glaube ich. Verbrauchte ATB-Einheiten gewonnen. Bum, bum, bum. Da ich nicht irgendwelche extra Bedingungen machen muss, ne, ist das kein Problem. Aber halt wäre wahrscheinlich noch schwieriger, so wie Fort Condor, ne? Ich kann mir sehr vorstellen, dass das irgendwie richtig krass noch wird. Schade, dass die anderen das nicht sehen konnten. Vielleicht haben sie es ja. Das war so ein geiles Match, Leute. Was ist das denn? Also mal zum nächsten Ding, ne? Ich vermute, dieses Licht führt uns zu einer weiteren Ruine. Ja. Müssen wir die wohl auch wieder instand setzen. Können wir behilflich sein? Ja, von mir aus. Wenn der Planet Hilfe braucht, werde ich bestimmt nicht rumstehen können. Nur weil ihr von der Hauptgruppe seid. Sind die nicht über uns dann eigentlich? Okay, ich nehme an, das wird noch sehr viel anstrengender und nerviger, ne? So, gut ist, ich habe die meisten von den Dingern schon gefunden. Das heißt, ist eigentlich super easy, die zu finden, nehme ich an, ne? Soweit die Theorie. So, ich habe gesehen, das ist da oben. Ich habe mir schon gedacht, dass das hier da ist, ne? Und ja, das Shadley. Brauche ich denn gerade? Ah, mein Gott. Weil da sind wir schon mal gewesen, ne? Und da haben wir uns auch gewundert, ja, was ist das denn? Ich habe in den alten Schriften recherchiert. Es heißt, die Zetra hätten hier einst etwas versiegelt, das sie als Fremdkörper bezeichneten. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Davon habe ich auch schon mal gehört. Könnte es sich um die Gi handeln? Vielleicht. Doch die energetischen Schwingungen könnten auch auf etwas anderes hinweisen. Möglicherweise wurden diese Ruinen einst erbaut, um eine Protosubstanz zu versiegeln. So meine Theorie. Um das herauszufinden, müssen wir sie erst wieder etwas herrichten. Ich bin sicher, dass uns der Planet den Weg zur Protosubstanz aufzeigen wird. Ich habe einen neuen KI-Chip für Chat Light entwickelt. Probier sie doch mal aus. Okay. Na dann mal los. Na, nächstes. Das Licht, das blendet mich. So, kannst ein Roboter nur mit Gambit in Aktion ausrüsten. Alles klar. Gambit, so. So, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich muss erst mal sehen, was hier so alles auf mich zukommt, ne? Feindliche Einheiten. Ja, ich sehe ja nicht, was hier auf mich zukommt. So, kann ich dann selbst bei TP unter 50%, ne? Da habe ich wortwörtlich gerade gesagt, Vitalschuss. Da kann ich aber noch einmal machen. Und wie kann ich jetzt? Ich würde das gerne da oben da. Ne? Ah, ich habe da noch ein paar Mal. Oh. Selbst TP hoch, Kosten runter. Ja, ich weiß nicht, ob da bei 50% noch irgendwie bringt, aber okay. Und der
Dings macht auf sich selber. Das hier und ich nehme an, auch das hier. Ich noch mehr. Rakete. Warte. Dann gehen wir hier auf dich. Verbündeter. Gegner. Gegen ausgerüstete Aktion haben. Rakete. Ist das dann jedes Mal, wenn die irgendwie gespawnt werden, oder ist das allgemein? Irgendwie. Also ich kann nur einmal im Kampf einsetzen. Nee, ne? Also, dann. Aber ich habe keine Sachen mehr, ne? Einfach Gegner. Aber ich habe gar keine Rakete. Nein. Habe ich nicht. Ich habe nichts mehr. Na, der will ich vielleicht auch. Fliegen, ja. Ja gut, wird schon klappen. So, dann Regener und den, ja. Ja. Guck mal, wie das abläuft, ja. So, du bist Elektro, das heißt, ich muss den hier einsetzen. So. Er geht sofort auf ihn los. Ja, weil er priorisiert wird, ne? Dann läuft einfach vorbei. Hallo? So, welcher von euch ist hier? Oh, er hat die Rakete geschossen, sehr gut. Feuerschuss, letztes Mal. Uah. Ja, soll ich einfach so, so viele Portale wie mögliche? Mal ganz viele hier. Ja, natürlich kommt jetzt hier einer. Und denn hier, Leute? Ich nehme an, die Zeit ist wieder einfach hier. Du, gehst du mal weg? Hey! Was war das? Hier sind so viele Leute gerade. Nein, da wollte ich nicht. So. Ach, komm schon. Habe ich gerade mein Komet hier. Habe ich gerade mein Komet hier eingesetzt, ey. Was zum... Nicht so viel Schaden. Oh, die Musik. Okay. Aber ich sehe schon, wie das hier voll schwierig wird, so in den letzten Dingern. In den letzten Level, ne? Warum geht denn die alle so nah dran, Mann? Muss doch nicht so nah an den rangehen. Ja, wenn ihr alle so nah dran geht, ne, dann greift er einfach an mit seinen. Boah. Nein. Oh Gott. Aber nein, jetzt. Ah. Da bringt da gar nichts. Cool. Boah, wir haben es auch fast geschafft. Ich habe nur mein Komet. Wenn ich mit meinem Komet den getroffen hätte, ne? Jetzt kann ich euch mal neu starten. Ich wusste, dass das hier voll übelst schwierig wird. Wir müssen jetzt eine Seite hier. Nein. Oh. Also. Ey, ich wusste. Ja. Muss das hier voll nervig wird.
hätte ich mit meinem blöden Kometen ihn getroffen, ne? Dann wäre alles kein Problem gewesen. Ich glaube, ich sollte nur auf eine Seite hier, wie blöd, mich fokussieren, ne? Ja. Ah, mach den fertig. Ja, dich. Vier Roboter in einer beliebige Reihe. Okay. So, wenn ja gleich hier diese ganzen Leute hier schwört, dann komme ich einfach um die Ecke. Okay. Ja. Da sollte ich mich einfach nur auf eine Reihe konzentrieren, ne? Ach, jetzt kommt er hier. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie so eine Sache hat hier, so eine Leiste irgendwie so. Oh Leute. So, jetzt bin ich aber. Nein, ich will meine Heilung hier einsetzen. So, der hat gar keine Schwäche. Oh, Leute. Gott, den kriegen wir aber diesmal, ne? Oh mein Gott, warum kommen hier von hier auf einmal so viele? Ah, der kommt jetzt von... Wo ist denn das Ding hingeflogen? So, ich habe mal... Boah, wird aber immer schwieriger, ey. Mach den kaputt! Na komm schon, boah, der hat doch nicht mal so viel, boah. Ja, doch nicht mehr so viel, Mann. Ein paar P kannst du ja wohl noch abziehen, ja. Ah. Ah, von wo? Ah. Er kann sich heilen, ne? Da, mach den Platz. Mein Gott, guck mal, wie schnell der linke ist. Was auch ihn kaputt. Was auch ihn kaputt. Da. 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 Da sind noch zwei Level übrig. Wird aber schwieriger dann. Mit der Ford Condor all over again, ne? Weißt du noch, wir wollten doch mal alle zusammen nach Cosmo Canyon fahren. Das hatten wir uns doch versprochen. Ja, als ihr für mich die neuen Cocktails getestet habt. Mmh, auf jeden Fall der hier. Dieser Costa del Sol muss auf die Cocktailkarte. Nein. Das war wohl etwas viel. Ach was, das bist du. Also, ich bin für diesen Cosmo Canyon. Also, schlecht fand ich den ja jetzt auch nicht. Aber irgendwas fehlte mir da halt. Ich hätte da was. Mhm. Tada! Cosmo-Salz! Man bietet doch keinen Cosmo Canyon an, ohne das entsprechende Salz. So, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Was ist das für ein Salz?
Dieses seltene Steinsalz kommt direkt aus der Wiege der Planetenkunde. Ist gar nicht so leicht, da ranzukommen. Wow. Das war ich habe nur so Schluckgeräusche gehört, aber sie hat ihr Glas die ganze Zeit in der Hand gehalten. Ja, stimmt. Wahnsinn. Ein ganz neuer Geschmack. Oh, schade, dass es nicht mehr davon gibt. Ich würde es gern benutzen. Hab den Laden leer gekauft. Das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Irgendwann geht jeder Vorrat zur Neige. Der neue Cosmo Canyon wird bestimmt ein Hit. Und dann fehlt das Salz. Fahren wir halt vorher alle zusammen mal nach Cosmo Canyon. Und dort kaufen wir Salz, Salz, Salz. Auf jeden. Wollt schon immer in die Heimat der Planetenkunde? Dann wäre das ja geklärt. Ist das zu fassen? Ich drehe hier jeden Gill einzeln für uns um. Und ihr plant eine lustige Bustour? Hier. Okay, ich bin dabei. Das hab ich doch gesagt. Fährst uns doch, oder? Hochlebe Barrett, unser Chef! Ach, Barrett. Barrett! Aber vergesst mir ja die Mission nicht, klar? Und jetzt sind wir tatsächlich hier. Wenn auch später als geplant und nicht vollzählig. Seid ihr schon fertig hier? Ja, kann wieder gehen. Schon vor einer halben Ewigkeit. Los, weiter geht's. Okay. Oh. Gott, da wird so schwierig noch, ne? Ruinen in der Hauptstadt. Hm, haben wir auch schon, ne? Ja. Barrett kann einem echt den nötigen Schubs verpassen. Aber nächstes Mal sollte er mich vorwarnen. Diese Ruinen üben eine große Faszination. Nein, ich bin Billy Bob hier reden. Wie mögen sie wohl früher ausgesehen haben? Ich bin selbst überrascht, dass ich mich so für Archäologie interessiere. Zu Republikzeiten sollen hier Republik einst große Mengen an Salz abgebaut worden sein. Moment mal. Heißt das, dass der Boden, auf dem wir heute stehen, früher mal Meeresgrund war? Da habe ich mich auch gewundert. Dieser Planet steckt voller die Karten, die wir vom Bogenhagen bekommen haben, die waren auch irgendwie ja voll. Ach, denen gehören die. Von denen. Denen gehören die Chocobos hier. Ich nehme an, der hier ist von Billy Bob. Die gleichen Klamotten. Wir haben sogar alle Klamotten, andere Klamotten an. Na gut, weiter geht's zum nächsten Horror Tower Defense Dingen. Was wahrscheinlich auch voll schwierig wird, ne? Kriegen noch ein bisschen Hintergrundstory hier für Avalanche. Auch nicht schlecht, ne? Aber in dem Spiel stirbt ja niemand, ne? Von daher ist das nicht mehr so tragisch. So, wow, ach, du bist so ein Golem. So, wie komme ich jetzt hier hin? Hier komme ich da hin. Ah, diesmal sagt ihr hier. Ah. Man ja hoch, ne? Oh. Huh. 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 Wenn es hier nicht richtig ist, ne? Okay, Gott sei Dank. Da seid ihr ja schon wieder. Wie seid denn ihr? So früh hingekommen. Muss ich mit euch reden? Ja, ne? Hey. Seid uns diesmal ja sogar zuvor gekommen. Von hier aus geht's aber nicht weiter. Zu viele Ungeheuer, die sich dort tummeln. Wir sind ja direkt da. Unterstützung? Pause. Alles klar, Wally. Na, lass mal losgehen.
hinterher mit Ungeheuer. Ihr könnt sowieso nicht mit denen in den Tag. Ich dachte, der steckt seinen Kopf da gegen das Ding da unten. Analysieren. So, jetzt haben wir 5 Dinger. Okay. Senkt seine TP, wechselt er in ein Elementarium von DT, wo ich seine Schwäche und meinen folgenden Pudding auf dem Boden zu holen, kannst du den Gravitätsschuss und die Rakete auf ihn ziehen. Alles klar. So, die Frage ist, was wir jetzt bekommen haben. Leer. Ja, ich sag mir doch, was ich. Also, soll ich von allen nochmal einen. Ja. Wir fällt irgendwie nicht selbst unter. Dingens. Verbündeter unter TP, so. Vita-Schuss, so. Fliegende Gegner, ah, warte. War das gegen fliegende Gegner, ne? Gravitas-Schuss. Aber ich habe keine Hilfsdinger mehr. Nein. So eine Rakete gegen alles andere Dichtschaden machen. Ich weiß es nicht. Ich würde irgendwie entfernen. Na. So. Gegner. Gravitas-Schuss. Hier waren jeder. Boah, Leute. Ich hatte ja da schon da. Vielleicht soll ich einen irgendwie so drauf aufbauen. Ich könnte auch Blitzschuss irgendwie anderen Gegner geben, ne? Anderen Charakteren. Ich könnte ihn ja zu einem Heiler machen. Ne? Dann mache ich ihn ja. Oder ich könnte jeden ja alle geben. Wäre eine gute Idee, ich weiß es nicht. Also was? Also was machen wir da? Nein. Oh, du hast sogar ja was. Machen wir mal so, ne? So, der erste Roboter. Der macht. Haben die eigentlich auch Schwächen? Nee, ne? Also warte mal, ne? Gegner Schwäche, Feuerschuss. Ne, die sind ja unendlich, ne? Gegner Schwäche, Eisschutz. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und Gegner Schwäche, Blitzschuss. Also er setzt hier gegen alle Leute das ein. Na, nein. Gegner Schwäche, Blitzschuss. So. Dann machen wir das so, dass er bei sich selbst Courage benutzt, ne? Damit er auch mehr Schaden anrichtet, ne? So, der zweite macht Gegner mit Schwäche, Gravitas-Schuss. Ah ja, und einen normalen Angriff brauche ich auch noch, damit er nicht gar nichts macht am Ende. Drehwirbel. Ja, nehmen auch jeder. So, guck mal, ob das funktioniert. So, er hat jetzt alle Schwächen ja gecovert. Gegen den Gegner, Bot. So. An ein Gegner direkt Rakete, davon haben wir eine. Dann nimmst du auch Gravitas-Schuss. Fliegende Gegner, Gravitas-Schuss, ne? So, und der letzte wird der Heiler, ne? Versuchen wir mal. Verbündeter, TP unter 50, AP,
Verbündeter, Regener, Verbündeter, Barriereschuss. Ne? Ja. Und du bekommst, du hast nicht mehr so viel. Du packst auf dich selber. Du hast nichts, verdammt. Habe ich nichts anderes hier? Drehwirbel. Ah, du hast ja an gar nichts hier. Nein. Okay, ich hoffe, ja, der wird jetzt ein bisschen nutzlos sein. Mal gucken, ob das funktioniert, ne? Ach, das, da kommen die Kosten, ja. So, da macht jetzt natürlich ein bisschen einfacher mit dem Entsenden der Leute. So, guck mal, der hat ein Hütchen. So, jetzt muss ich den anderen direkt dahinter packen. Ne, der heilt jetzt den anderen. Er ist auch nicht am Fliegen, was? Ah, jetzt auch voll gebracht. Also jetzt ist mein Heiler vorne und boah, Leute. Da war schon mal ein geiler Start, ne? Mein Gott. So, oh mein Gott. Nee, vielleicht funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Gott, ich dachte, ich habe das Spiel geknackt hier. Jetzt guck mal, wie viele Punkte ich hier brauche, um den zu entsenden. Mein Gott. Ah. Ja, super. Okay, so viel dazu. Das bringt es auf jeden Fall nicht. Okay, ja. Okay. Ah. Mann. Also voll dämlich dann. Okay, jetzt sehe ich aber, je mehr Sachen die haben, desto mehr kosten die. Alles klar. Verstehe. Brauche ich Courage und Barriere dann? Okay, jetzt weiß ich auch, was diese 185 ist. Das ist, wie viele Sachen die kosten, ne? Kann ich halt einfach irgendjemand anderen geben? Nee. Okay, dann geben wir Feuer und Eis. Und sonst nichts anderes. Der geben wir. Hier geben wir Gegner mit Elementarschwäche, Blitz. So. Dann geben wir dir das hier. So. Jetzt so. Jetzt haben die, jetzt kosten die halt ein bisschen weniger. So. Und ich pack meinen Heiler dahinter. So. Guck mal. Die kosten alle ungefähr gleich jetzt. So, er ist jetzt voll hochgebufft, ne? Am besten, wir machen das hier in jede von diesen Dingen an. Ne? Jetzt kommt natürlich hier wieder so ein Dicker, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier schon Komet einsetzen soll. Ich glaube nicht, ne? Ah. Okay, die bleiben einfach stehen, machen gar nichts. So, setzen wir zwei hin.
Ich vergab meine Dings alles. Mein Gott. Leute. Ein bisschen wieder zu komplex hier, finde ich. Das hat voll gemacht. So, du hast Gravitaschuss. Ne, ich hätte vielleicht Rakete vor Gravitaschuss machen sollen, aber egal. So, ich weiß nicht, ob das gut war, aber ich habe es gemacht. Ah. Der hat irgendwie so Phasen, sehe ich gerade, also wie ein Diablo. Ey, diese fliegenden Typen, ja. Und die machen echt so viel kaputt hier. Mein Gott, wie weit geht das? Oh, das schaffe ich doch nie im Leben zeitmäßig. Vorteil Boss, TP niedrig. Warum ist das ein Vorteil? War wohl irgendwie so am Gewinn gerade, sehe ich gerade. Vielleicht hilft das mit der Heilung und der Regener und so. Aber jetzt kommt er wieder und greift die alle auf einmal an. Ach komm. Die Zeit, ne? Ach cool, wir sind irgendwie am Gewinnen, ja, sehe ich gerade. Also relativ gut. Welchen habe ich hier? Den da, alles klar. Oh, es gab den Alarm, Leute. Ja, ja, jetzt mal kommt ein Heiler. Ich schaffe das zeitmäßig nicht. Nein. Greif den an. Mein Gott, da macht ja nichts an Schaden. Das ist so dämlich. Ach, guck mal, wie viele Gegner, wie viele Roboter wir gerade haben, ey. Hey. So. Hast du mich gerade auf einfach. Ach, was soll's, mein Gott. Hey. So, ah, Blitz und Dings, ey. Kein Wunder, warum der. Hi. Mach mal dem auf einfach, ey. Ja, schon wieder zu nervig hier, dieses Spiel, finde ich. Ah, perfekt. So, er kann mich schon erreichen. Also voll unfair. Ah. Also voll gemacht. Na. Nein, danke. Den Dicken. Mach mich wieder fertig. Da werden wir schaffen das jetzt nicht, ey. Ich hab keinen Bock darauf. Da gibt's wahrscheinlich auch wieder so einen schwierigen Modus danach, ne? Nachdem ich das erledigt habe, oder? So, Alter. Leute. So schwer ist das noch nicht mal, ey. Muss ich die einfach nur überrennen? Muss ich einfach nur so wenig Kosten wie möglich haben und die ganze Zeit meine Roboter spammen? Ey, ich komme ja nicht durch. So, nein! Oh, das habe ich den Falschen eingefangen. Ja, du warst nicht genau neben ihn. Boah, Leute. Warum läuft denn das jetzt hier noch schlechter ab als vorher? Ich spiele auch einfach jetzt. Boah. Jetzt geht er lieber auf den. Alter, ist noch schlimmer als vorher. Boah. Was ist denn das für ein Mist? Oh, also was hier? Ach. So, also was hier?
110. Ein Gravitas-Schuss. Irgendwie bringt das nichts mit dem Heilen, habe ich so ein Gefühl. Also weißt du was? Überrennen wir dich einfach. Und jetzt zwei Angriffe. Und das funktioniert. Warte mal, Blitz, Feuer. Und dir geben wir Gegner Schwäche, Gravitas Schuss. Gegner Schwäche, Gravitas Schuss. Ich kann auch hochgegangen oder runter. 5. Nein. So. Machen wir mal so. So, jetzt lass mich doch gewinnen, mein Gott. Also wieder aufpassen, wie alles was hat, ne? Mein Gott, er ist schneller als ich. Ja, rufst du noch mal jemand anderen? Boah. Oh, dann hier. Ah, war ja klar. Ah, komm her, du Stück. Alter, warum gehst du erst so nah an ihn heran? Ah, priorisiert erstmal den Riesen. Boah. Gibt's jetzt einfach nicht. Na, guck mal, wie das jetzt hier funktioniert, ey. Wie funktioniert das hier? Gibt's jetzt einfach nicht. Ah. Ey, Alter, warum ist der so lange... Warum ist der so nah an ihn herangehen, ey? Wird alle von... Wir werden alle auf einmal getroffen, weil er seinen blöden Flächenangriff macht. So, komm hier, das Stück. Ich will das hier machen. Noch nicht den roten. Barriere, ja genau. Machen wir nicht, so. Wie viel einfacher das jetzt ist, gibt es einfach nicht. Ich werde voll die komplexen Strategien entwerfen, ne? Und da bringt nichts. Und dann tue ich dann einfach hier einfach einen Angriff geben und das funktioniert. Gibt es jetzt einfach nicht. Boah. Das ist doof, da bin ich spielt. Das hat ja prima funktioniert. Sorry, ist ein bisschen später geworden. Aber nein. Wow. Wir müssen uns entschuldigen. Schließlich macht ihr hier die ganze Arbeit. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. So, jetzt bist du dran, Wedge. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Was? Ich? Klar, der berühmteste Gourmet der Slums. Ihr seid alle betrunken. Nun ja, also. Sprich mal lauter, Mann! Ich will! Ich möchte mich gern noch nützlicher machen. Ständig bin ich euch nur ein Klotz am Bein. Oh, nicht schon wieder! Wer hat dir denn Inflo bloß ins Ohr gesetzt?
Ich? Oder Bix? Oder etwa... Nein, niemand hat das gesagt. Aber nur weil ihr alle viel zu nett dafür seid. Ich finde ja, die ist alles andere als nett. Ey, nimm das zurück. Siehste, von wegen nett. Stopp, hör auf. Was sag ich? Wir brauchen dich auf jeden Fall im Team. Der Kerl dachte doch echt bis zum Ende, er wäre uns ein Klotz am Bein. Dabei war er immer mit vollem Einsatz bei der Sache. Mehr noch als wir alle zusammen. Ja. Ich bin auch hier. Der Mistkerl hätte einfach Chefkoch oder Restauranttester werden sollen. Kommt. Na gut. Aber jetzt ist er tot. Jetzt geht das nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier die letzte Protosubstanz-Quest. Wenn wir noch ein paar Dings hier, Kämpfe von Chatley übrig. Und falls wir irgendwo anders hinfliegen können, außer ja Sid zu rufen, um ja keine Ahnung, die Story fortzusetzen, dann können wir ja noch zum Dings gehen, zum Undersourcer für diesen einen Kartenspieler und noch einige andere lose Enden hier machen, ne? Ich müsste immer noch hier dieses blöde Sportminispiel machen hier für Tifa. Boah, das ist so nervig hier. Das ist so unglaublich schön. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Na gut, dann würde ich sagen, aber für heute war es das. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, ne? Hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Geh mal zum Wegbaum. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ich bin Baumcloud.